Irgendwer killt mich von irgendeiner Seite. Nein. Nein, seht ihr das? Da hinten ist ein Police-Sniper. Höchste Zeit, ihn jetzt auch zu killen, Leute. Let's go, Leute. Heute sind wir mal wieder als kriminelle Sniper in Notruf Hamburg unterwegs. Allerdings mit einer kleinen Neuerung. Nämlich werden wir für Nahkampf nur noch die Schrotflinte verwenden und für den Fernkampf die Sniper. Ich würde sagen, let's go. Ich habe extra eine volle Lobby rausgesucht. 11 Polizisten, das müsste, denke ich, reichen. Und dann werden wir uns jetzt aufs Bankdach begeben. Let's go. So, hier sind wir am Marktplatz von Notruf Hamburg. Hier haben wir einen Dealer, das ist perfekt. Und dann würde ich sagen, ab aufs Bankdach. Es ist einfach gar nichts hier los. Das ist echt krass. Hamburg steht einfach still. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir am besten den Wagen parken. Vielleicht in den Innenhof da. Dann holen wir uns gerade nochmal. Oh, da ist schon Police. Hoffentlich. Ja, der hat bestimmt einen anderen Fall. Der interessiert sich nicht für mich. Perfekt. Wir holen uns noch so eine Remote Control. Einfach aus dem Grund. Guck mal, die ist sogar ein bisschen reduziert. Einfach, weil wir dann auf diesen Innenhof können. Das wäre perfekt. Da können wir dann unseren Wagen einfach parken, ohne dass irgendwie ein Police merkt, dass wir hier sind. Mal gucken, ob das klappt. Parken wir ihn einfach hier, dann können wir auch perfekt abhauen. Sehr, sehr nice. Okay, dann klettern wir jetzt einfach mal hoch und warten auf den ersten Polizisten. Die Sniper habe ich hier schon bereit. Perfekt, perfekt, Leute. Oh, da haben wir doch schon den ersten Polizisten, aber er fährt einfach an uns vorbei. Ich hoffe, er hat uns bemerkt. Ja, er hat uns bemerkt. Er fährt zurück. Oh oh. Okay, Leute, aber sonst ist tatsächlich niemand da außer er. Das heißt, wir können perfekt auf ihn snipen. Ich glaube, er hat uns bemerkt, aber wohin fährt er denn? Stehen bleiben. Hier oben ist ein Crime. Du musst mich doch verhaften. Es interessiert ihn einfach so gar nicht. Da ist er. Er ist ausgestiegen. Okay, jetzt holen wir unsere Sniper raus. Ich glaube, er schießt auch zurück, Leute. Sniper. Einmal getroffen. Da kommt auch jemand anderes. Er fährt weiter. Nein, stehen bleiben. Nein, sag mir nicht, er fährt jetzt hier in den Innenhof. Er fährt einfach weg. Alles klar. Aber, oh mein Gott, da kommen zwei. Da kommen nochmal zwei andere Wegen. Schaut mal, hier oben ist ein Crime. Hallo. Wir haben hier ganz viele Kriminellen. Okay, die kommen beide raus. Ich unterstütze hier meinen Kollegen. Da unten wird nämlich anscheinend auch ein Krimineller fast gekillt. Wir haben hier noch die Sniper. Nein, wir müssen den Kollegen helfen. Ja, wir haben ihn perfekt. Hier oben, renn weg. Ich hab dir geholfen. Er sieht uns einfach gar nicht. Und? Nein. Nein. Pass auf, vielleicht killt er mich auch noch. Aber jetzt einmal noch, dann müsste er tot sein, oder? Aber das war eine krasse Rettungsaktion, Leute, oder? Das müsst ihr wirklich zugeben. Jetzt haben wir ihn. Perfekt, Leute. Nochmal. Warte, aufladen. Und... Oh, oh, jetzt hat er mich angegriffen, jetzt hat er mich angegriffen. Jetzt muss ich aufpassen, weil von mehreren Seiten werde ich angegriffen, Leute. Okay, er steigt wieder ein. Jetzt wissen auf jeden Fall mehrere Leute, dass wir hier oben sind. Noch einer. Nein, ein Kollege. Der wird hier wieder verhaftet. Warte mal. Ich treffe gerade gar nicht. Das ist echt blöd. Jetzt habe ich ihn. Und er steigt ein, okay. Und die hauen beide ab. Okay, wir haben zwei Polizisten gekillt. Das ist doch schon mal perfekt, Leute. Aber da müsste noch mehr kommen, Leute. Vielleicht sollten wir schon langsam aufladen. Ich meine, wir haben wirklich nicht viel Ammo. Da ist sogar ein Dealer. Wie perfekt ist das denn, Leute? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Dann nutzen wir den Dealer jetzt immer. Einmal Refill und einmal Refill. Perfekt, Leute. Dann haben wir das schon mal. Und dann stellen wir uns wieder oben aufs Dach. Keiner kam aber bisher auf die Idee, einfach zu mir hochzukommen. Das heißt, die Schrotflinte habe ich jetzt nicht so oft benutzt. Da ist doch ein Police. Schaut mal. Ach, der war gar nicht im Auto drinne. Ja, okay. Hi. Ist er gerade über seine Kollegen drüber gefahren? Egal, muss ich nicht verstehen. Nicht, dass er jetzt wirklich in den Innenhof kommt, wie ich sagte. Ich glaube, das macht er, Leute. Das macht er, das macht er. Er kommt in den Innenhof. Okay, jetzt muss ich aufpassen, Leute. Er wird wahrscheinlich zu mir hochkommen. Wir werden ihn auf jeden Fall einmal mit der Schrotflinte abschießen, wenn er hier hochkommt. Ja, da ist er, Leute. Seht ihr ihn? Nee, Stopsticks brauchst du jetzt wirklich nicht placen. Bitte lass das sein. Wo bist du denn? Da unten ist er. Nein, er zerschießt mein Auto. Das kann nicht wahr sein, Leute. Das können wir wirklich nicht erlauben. Einmal habe ich ihn leider nicht so oft getroffen. Hat er wirklich jetzt meine Reifen zerstört und haut ab? Das ist bodenlos. Also das merke ich mir. Jetzt zerstöre ich auch mal seinen Wagen. Also wirklich. Er traut sich wirklich nicht zu mir hochzukommen. Er ist der einzige Police, der mich jetzt hier verhaften kann. Aber nein, er haut ab. Nee, er haut nicht ab. Okay, let's go. Ich glaube, er will auf mich schießen. Okay, jetzt hat er Angst, jetzt hat er Angst, jetzt hat er Angst.
Er weiß, glaube ich, gar nicht, wo ich bin, habe ich das Gefühl. Der ist wirklich verwirrt. Er denkt irgendwie, ein Hacker schießt auf ihn. Aber ich bin hier oben. Und jetzt haben wir ihn. Perfekt. Das war ja einfach. Aber ich glaube, er hat mein Auto zerstört. Das merke ich mir auf jeden Fall. Halten wir aber weiter Ausschau nach Polizisten, Leute. Das war bisher wirklich sehr erfolgreich. 9 Polizisten haben wir. Das ist ja eigentlich okay. Wir machen jetzt aber mal einen Notruf. Vielleicht aber nicht hier oben. Warte mal, da ist ein Police. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Und wir haben ihn. Leute, so einfach ist das. Krass. Mit 2 Schüssen. Oh, noch einer. Da ist ein Kollege, der liegt auf dem Boden und er fährt erstmal... Okay, er fährt nicht vorbei. Ich dachte schon. Hallo, ich bin hier oben. Er fährt einfach wirklich vorbei. Ich wusste es doch, dass er einfach seinen Kollegen in den Stich lässt. Da ist noch ein Police. Okay. Hi, ich bin hier oben. Komm gerne zu mir hoch. Oder eigentlich ist Fernkampf für mich besser, Leute. Wenn... Was schreibt er da? Oh nein, es sind sogar 2. Ich glaube, die tauschen sich aus. Die machen einen Plan. Die kommen jetzt zu mir hoch, oder? Wir müssen aufpassen, Leute. Wir müssen aufpassen. Oh, aber der andere Crime, der versucht hier die Polizisten zu killen. Das ist perfekt. Ich würde ihn gerne unterstützen, aber geht leider nur, wenn die aussteigen. Aber anscheinend haben die da jetzt kein Interesse. Zum Glück haben wir da kriminelle Kollegen. Das ist perfekt. Das Einzige, was uns fehlt, sind nur noch die Polizisten. Sollen wir wirklich einen Notruf machen? Wir machen den Notruf mal hier unten, oder? Dann können die Polizisten schön hier runterkommen. Oh, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt muss ich ein bisschen die Cookies nutzen, weil ich habe leider ganz viel Leben verloren, aber dafür habe ich die Cookies hier. Wir machen den Notruf. Oh, oh. Nein. Hat er mich gesehen, Leute? Nein, 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 nein. Ja, er ist vorbeigelaufen. Vorbeigefahren, meine ich natürlich. Ich wollte nämlich da den Notruf machen. Da darf mich jetzt keiner... Da ist jemand! Okay, 2-mal getroffen. Ich hab mich so erschrocken. Oh mein Gott, was kommt jetzt der Traktor hierher? Ist es ein Police? Nee, ist ein Crime, oder? Also, das wäre ja komisch, wenn das ein Police wäre. Wir haben ihn. Perfekt, Leute. Perfekt, perfekt. Oh oh, noch einer. SEK-Beamter. Wir müssen aufpassen, Leute. Wir müssen aufpassen. Oh nein, er hat mich auch einmal getroffen, Leute. Er hat mich... Nein, 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 nein. 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 Habe ich ihn? Ja. Ich hole mir die Pump raus. Ja. Nein, ich kann nicht mehr schießen. Ich kann nicht mehr schießen. Ich habe nicht mehr viel Leben, Leute. Nein, ich bin tot. Oh nein. Ey, Leute, aber wir haben so viele Leute heute gekillt. Das ist perfekt. Vielleicht kriegen wir noch einen kriminellen Kollegen. Dort hinten ist der Traktorfahrer. Vielleicht kann er mir noch helfen, Leute. Aber das war wirklich ein spannender Kampf, muss ich sagen. Sehr, sehr krass. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Polizisten aber heute gekillt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Okay, Leute, ich wurde freundlicherweise freigelassen. Sehr, sehr nett. Das heißt, wir machen keine Lobby-Switch, weil, wie ich finde, die Lobby eigentlich ganz gut ist. Wir werden jetzt uns einfach mal wieder ausrüsten und auch vor allem das Auto reparieren. Ich meine, das hat es echt nötig. Und dann einmal auch zum Krankenhaus fahren, weil mit so wenig Leben kann ich echt nicht viel anfangen. Und danach füllen wir vielleicht die Waffen auf und starten dann wieder als Crime. Ich glaube, dort hinten geht wirklich einiges ab. Gut, dass wir dann zur Unterstützung auf das Bankdach fahren. Und jetzt gucken wir mal, wie gut wir hier unterstützen können. Wir haben jetzt wieder alle Waffen erfolgreich refilled. Und es geht einiges mehr ab als vorhin, habe ich so das Gefühl, Leute. Das heißt, wir gucken einfach mal, wobei, wo sind alle Polizisten? War nicht gerade hier irgendwo ein Police? Hier waren noch gerade so viele Polizisten. Das wundert mich jetzt gerade. Wir gucken einfach mal. Das sind doch bestimmt alles Polizisten in ihren Zivilwegen, oder? Ja, na klar. Ich wusste es doch, Leute. Da ist ein Police. Nicht, dass aber jetzt der andere da zu mir hochkommt. Ja, natürlich kommt er zu mir hoch. Okay, da müssen wir aufpassen, Leute. Da müssen wir aufpassen. Er holt eine Leiter raus. Mit einer Leiter kommst du wirklich nicht weit. Aber wir können ihn einfach so killen. Ich meine, er sieht mich ja da nicht. Ich habe ihn einige Male getroffen. Das war schon mal perfekt. Bei Dunkel... Was? Er ist oben! Die sind zu zweit! Ich habe die gar nicht gesehen! Das war alles so verwirrend. Ich habe die gar nicht gesehen, Leute. Oh Mann, oh Mann. Oh oh. Okay, den einen, den muss ich haben. Ja, aber er hat mich auch. Mist, die waren zu zweit. Ich habe die gar nicht gesehen, dass sie hochgekommen sind. Mist, Mist, Mist. Okay, dann müssen wir noch einen weiteren Versuch wagen, Leute. Aber wenn die hochkommen, ist das echt fies. Da haben wir doch einen Notarzt.
Okay, Leute, müssen wir eigentlich noch die Waffen auffüllen? Ich glaube, ja, füllen wir sie einfach mal sicherheitshalber auf. Also Refill und Refill. Perfekt, perfekt. Und jetzt das dritte und letzte Mal einmal auf das Bankdach. Jetzt brauchen wir nur noch die Polizisten, die wir ein bisschen trollen können. Und ich glaube, ja, dort hinten geht's schon ab, Leute. Der eine SEK-Beamte, ich glaube, der will von mir gekillt werden, oder? Na, leider hat ein Schuss, glaube ich, gefehlt. Schade, Mann. Schade, schade. Nicht, dass er jetzt zu mir hierher kommt. Wahrscheinlich kommt er zu mir hierher. Aber er hat wenig Leben. Also, ich sag's euch so, wie es ist. Meine Chance ist besser, wenn er weniger Leben hat. Jetzt kommt er. Er denkt wahrscheinlich nicht, dass ich mit ihm rechne. Aber ich weiß ganz genau, dass er da ist. Und ich werde ihn einfach versuchen zu killen, Leute. Er zerstört wieder meine Reifen. Ey, das hat er jetzt schon zum dritten Mal gemacht oder so. Habe ich ihn einmal getroffen? Ich glaube schon. Jetzt brauche ich noch einen Sniper-Schuss, Leute. Wo ist er aber hin? Seht ihr ihn? Ach da, er versteckt sich da. Okay. Ein Sniper-Schuss muss reichen, Leute. Da versteckt er sich. Ey, du sollst mit mir kämpfen. Weißt du was? Dann komme ich einfach zu dir. Jetzt haben wir ihn. Das ging aber ganz schnell. Also das als Strafe dafür, dass ich jedes Mal mein Auto reparieren muss. Das ist voll teuer geworden, Leute. Aber egal, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir müssen ja hier weitere Polizisten killen, Leute. Ich habe das Gefühl, wir haben mehrere Kriminelle. Oh, wer ist das? Ein Lambo. Ja, genau. Wir haben mehrere Kriminelle wahrscheinlich, die mich hier unterstützen. Das ist jetzt der Lambo-Fahrer. Aber der hat ja kein Police mit drin, oder? Wer ist das? Das ist ein Police. Er hat einen Polizist. Ey, warum habe ich so wenig Leben? Wer hat mich jetzt abgeschossen? Okay. Zweimal getroffen. Wie oft muss ich ihn noch treffen? Ah, das war ja echt oft. Okay, holen wir die Sniper raus, Leute. Holen wir die Sniper raus. Jetzt müsste es genug sein. Perfekt, Leute. Wir haben aber richtig viel Leben verloren. Darauf erstmal ein paar Kekse. Das müsste, denke ich, reichen. Ich habe das Gefühl, weitere Polizisten sind erstmal nicht mehr da. Gucken wir mal vorne. Wie sieht's da aus? Oh, was blinkt da so? Kommt da ein Police? Da kommt wieder einer, Leute. Seht ihr den? Er denkt doch nicht wirklich, dass ich ihn nicht sehe. Oh, oh. Jetzt habe ich ihn, aber guckt mal auf meine Lebensanzeige, Leute. Irgendwer killt mich von irgendeiner Seite. Nein. Nein, seht ihr das? Da hinten ist ein Police-Sniper. Höchste Zeit, ihn jetzt auch zu killen, Leute. Let's go, Leute. Auf den Police-Sniper. Einmal getroffen. Jetzt hat er gesehen, natürlich. Nein, 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 jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Oh nein. Aber dass da hinten ein Police-Sniper ist, wie smart sind denn die Polizisten? Er hat sich jetzt erstmal auch auf ein hohes Dach begeben, in dem Fall die Kirche. Das ist echt schwer, glaube ich, da hochzukommen, bin mir aber nicht sicher. Und dann haben die sich jetzt einfach gegen mich hier verbündet. Sehr, sehr smart, Leute. Wenn ihr einen weiteren Teil als krimineller Sniper sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.